Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Deluxe Edition Box von Sammy Deluxe. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Sammy Deluxe mit Deluxe Edition und das Ganze in Boxform, also Deluxe Edition quasi als Deluxe Edition. Wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien und dann schauen wir uns das mal im Detail an, das Ganze. So, da. Also, wir haben hier eine weiße Box und hier haben wir eine kryptische Zeichnung, ein Graffiti. Verschiedene Buchstaben sind hier zu erkennen, also sehr ja, abstrakt das Ganze. XXX, eine Krone. Kann natürlich jeder etwas hineininterpretieren in dieses Bild. Etwas chaotisch für mich, aber hat auf jeden Fall was. Also rein so von den Formen, den Farben schön anzusehen irgendwie, auch wenn es etwas chaotisch wirkt. Auf der Unterseite lesen wir die Credits und einen Barcode. Rechte Seite blank weiß, Oberseite blank weiß und die Rückenseite Sammy Deluxe Deluxe Edition. Und hier haben wir dasselbe ident wie auf dem Frontcover. So sieht das aus. Okay, dann schauen wir mal, es ist eine reguläre Klappbox. Dann haben wir hier den Inhalt. Ja, also das dürfte wohl Füllmaterial sein, damit das Ganze nicht so herumscheppert in der Box. Wir haben hier einmal ein... Moment, das... Okay. Wir haben hier einmal ein Tape, also eine Kassette. Dann ein Tuch, schauen wir uns gleich noch an. Ein Sticker. 1, 2, 3, 4, 5 Postkarten. Ein Poster, zweites Poster und ein drittes Poster. Und das Album dürfte wohl hier drinnen gewesen sein. Etwas verrutscht, aber kein Thema. So sieht das Ganze von innen aus. Also wir haben hier wieder so einen weißen Einleger, der hier eingeklebt ist. Und dieser hält das Album. Gut, dann fangen wir an mit dem Album an sich. Auch dieses hier wieder in Plastik verschweißt. Das heißt, wir werden auch hier wieder als erstes mal das Plastik entfernen natürlich, um uns anzusehen, was hier drinnen ist. Das Album in Digipack-Form. Cover kennen wir bereits. Wir haben wieder diese Grafik, nur mit dem Zusatz, dass hier noch Sammy Deluxe steht, Deluxe Edition. Wir haben 7 Tracks an der Zahl. Also, wie Sammy Deluxe gesagt hat, es ist kein richtiges Album. Es ist, ja, eigentlich eine EP, 7 Tracks. Beziehungsweise, wie er das Ganze genannt hat, ein Halbum, also ein halbes Album. Also, 7 Tracks an der Zahl. Solo Tracks. Und wir haben von diesen 7 Tracks einen Track, der mir besonders gut gefallen hat. Und das ist Track Nummer 6, Allein in der Überzahl. Dazu gab es auch eine Videoauskopplung, hat mir richtig gut gefallen. Vom Beat, vom Flow, vom Text. Also da zeigt Sammy endlich mal wieder, was er so drauf hat. So sieht das Ganze noch von der Seite aus. Also wir lesen hier Sammy Deluxe Deluxe Edition. Und das Ganze eben als Digipack. Deluxe Edition lesen wir hier. Booklet haben wir, soweit ich es beurteilen kann, keines. Das ist die CD. Okay. Also relativ klassisch gehalten in weiß. Sammy Deluxe Schriftzug, Deluxe Edition und hier nochmal das Cover. In kleiner Abwandlung. Schauen wir mal kurz. Nein. Also Booklet ist keins vorhanden. 7 Tracks auf dieser EP. Dem Album. Dann haben wir die Kassette, das Tape,
auch hier wieder Sammy Deluxe Deluxe Edition zu lesen. Hier ist jetzt etwas ja, verdreckt. Das liegt daran, dass, ich glaube, ihr habt es am Anfang gesehen, dass das Ganze hier etwas festgeklebt ist an dem Aufdruck. Nicht so schlimm, können wir dann im Nachhinein noch bereinigen. Eine Kassette, diese in weiß. Und hier haben wir eben die A-Seite mit den 7 Tracks nochmal, die hier drauf sind von der EP. Und auf der B-Seite die Instrumentals. Sehr schön. So sieht die Kassette aus. Klassisch in weiß und schwarz. Sammy Deluxe, die Tracklist nochmals. Ein Sticker. So sieht er aus. Cover-Sticker in Kreisform. Also das löst man dann hier einfach raus. Die drei Poster. Schauen wir uns mal an. Also, die sind einseitig bedruckt. Das ist Poster Nummer 1 mit der Cover-Grafik. Format A3 müsste das sein. Dann haben wir ein zweites Poster. Dieses sieht so aus, also ein großes grün-braunes S. Kunstwerkstatt lesen wir hier. Jeder, der das hier liest, ist blöd. Und Deluxe Edition. Und dann haben wir noch ein drittes Poster. Auch hier wieder ein großes S. Hier noch Deluxe in Pink. Oben lesen wir noch Sammy Deluxe und das Ganze auch noch Deluxe Edition hier im Eck. Und auch dieses Poster wieder im Hochformat A3 und einseitig bedruckt. Dann haben wir Postkarten. Und zwar haben wir hier 5 an der Zahl, wenn ich richtig gezählt habe. Kunstwerkstatt lesen wir hier. Also wirklich im Postkartenformat. Und auch hier sogar mit Zeilen. Also man kann das echt 1:1 verwenden und als Postkarte verschicken. Dann haben wir diese Postkarte hier. Sehr interessant, weil, bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist bearbeitet. Also ich hätte jetzt kurz gedacht, dass das im Wasser spiegelt, aber ist natürlich Schwachsinn, dann wäre das ja nicht so, so deutlich, so klar zu lesen. Überzahl lesen wir hier. Auch das wieder postkartenmäßig zu verwenden. Dann haben wir dieses Bild hier. Also jede Postkarte so Graffiti-Tag-mäßig beschriftet. Auch hier wieder S. Und dann haben wir hier eine Klinge, eine Rasierklinge, die hier in der Wand steckt. Und dann haben wir noch diese Postkarte hier, die mehrere Bilder vereint. Deluxe Edition. Okay, das ist allerdings, oh ja, das ist natürlich Wasser, hier spiegelt's. Das würde mich echt interessieren. Da kann das echt, es kann echt Wasser sein. Ich finde es echt nur heftig, wie gestochen scharf diese Spiegelung ist, aber ich kann es echt nicht mit Sicherheit sagen. Also falls ihr das beurteilen könnt, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt wirklich Spiegelung im Wasser ist oder ob das hier anderweitig bearbeitet wurde. Aber heftiges Bild auf jeden Fall. Und dann haben wir noch dieses Tuch. Ein ja, mehr oder weniger Bandana von der Form und Größe. Deluxe Edition lesen wir hier in Gelb, Grün und Rot. Und der Aufdruck ist ganz speziell, also der ist wirklich, das fühlt sich heftig an, wie so eine Gummi oder so eine ja, Kunststoffoberfläche, ganz, ganz eigenartiger, ganz besonderer Druck. Das würde mich jetzt nur interessieren, aber ich befürchte fast, es wird nur das Material des Tuches hier verraten. Wir schauen mal, womit wir es zu tun haben. Also Myrtle Beach Headgear, okay, one size fits most, das kennen wir bis hierhin. 97% Polyester, 3% Cotton, also Baumwolle. Made in China, Grüße gehen raus. Und dann haben wir hier noch die Info Black
und Gustav Daiber GmbH. Okay, die haben das eventuell dann bedruckt. So sieht das Ganze aus, und wenn man das dann als Bandana verwendet, ja, je nachdem welche Seite, so oder so. Na, ist auf jeden Fall eine schöne Sache und passt auch vom Gesamtkonzept gut dazu. Ein bedrucktes Tuch zu dem ganzen Graffiti und zu diesem Tag-Thema, dass ja das die Box so durchzieht, finde ich schön. Also, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben das eben gezeigte Tuch mit dem Aufdruck, die 5 Postkarten, die 3 Poster, allesamt einseitig und im Hochformat Form A3 oder Größe A3, dieser Sticker in kreisrunder Form, die Kassette mit dem Album plus Instrumentals und auch hier noch das Album im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box, Deluxe Edition von Semi Deluxe. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Semi Deluxe unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.